Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zurück hier bei Risen 3 Titanlords. Wir folgen Zacharias. Weiter geht's. Naja, wir folgen dir. So, er war ja gerade mit dem Gespräch mit uns, wer sich noch erinnert. Und wir kommen hier jetzt in ein uraltes Gebäude, zumindest hat er das angekündigt. Ich sehe gerade nur einen riesigen Vorrat an Kristallen, den wir nicht stehlen können. Schade. Das ist sehr interessant hier. Kann mir hier nichts mitnehmen. Wollte schon fast sagen, irgendwas wird hier schon zum Abstauben sein. Kompliziertes Schloss. Sehr kompliziertes Schloss. So. Komm schon. Ja, ich komme ja. Lass mir Zeit. Weiter. Ja, ich komme sofort. Warte doch mal bitte. Hocke. Sonst gar nichts. Einmal schnell plündern. Ein Ring. Eine Gabel. Jadering. Sicherlich wertvoll, schauen wir uns später alles mal an, was wir mittlerweile alles an Beute zusammen haben. Oh. Zum Stalken der Frauen auf Antigua. Astrolaboratorium. Hier sind scheinbar seine Schlafgemächer. Sind sehr schön, muss ich sagen. Gold. Exquisiter Käse. Sonnenkristall. Das war sogar ein legendärer Gegenstand. Sehr schön. Und wir haben den exquisiten Käse gefunden. Das ist wahrscheinlich für die Quest mit unserem guten Feinschmecker. Wo geht's denn hier runter? Hier geht's runter. So, gleich kommt ein guter Handwerker und repariert uns die Rollläden. Deshalb ist die Videoaufnahme etwas begrenzt auf genau 20 Minuten. Nicht, dass ihr euch wundert. Weiter. Ja, ich komme ja, ist ja gut. Meine Güte. Ach du Schande. Heilige Scheiße. Tja, wieso bin ich jetzt nicht überrascht? Warum zögerst du? Moment, ich muss meinen Popschutz mal eben richtig vor mein Mikrofon schieben. Ich glaube, er ist ein bisschen bescheuert, dass er hier einfach ein Kristallportal direkt hinter seiner Festung aufbewahrt. Ja, wir vermuten mal. Ich finde das nämlich auch ziemlich seltsam, um ehrlich zu sein. Der ist ein weiser Magier und weiß nicht, dass das ein Schattenportal ist. Sag mir jetzt nicht, dass ihr mit den Schatten unter einer Decke steckt. Den Schatten? Was redest du da? Sieht das da etwa aus wie ein Gebäude einer vergangenen Kultur? Was denn? Du hast eine solche Höhle schon einmal gesehen? Allerdings. Und was sie beherbergte, war alles andere als freundlich. Ich weiß nicht ganz, wovon du da sprichst. Was ist dann deine Erklärung dafür? Wir haben schon viele Deutungen dieser bizarren Feldstruktur diskutiert. Doch war bisher keine davon wirklich schlüssig. Sind euch denn keine Schatten begegnet in dem Ding da? Schattenwesen? Hier oben? Nein, sie kommen über den Seeweg. Am Ende einer solchen Höhle stand bisher immer ein Portal aus reinem Kristall, das direkt in die Unterwelt führt. Es ist der Zugang aus dem Schattenreich in unsere Welt für die Armee der Finsternis. Nein, das kann nicht sein. Das ist Wahnsinn. Du hast eins dieser Portale in dieser Höhle da gefunden, nicht wahr? Das ist, ja. Ich habe eine große Kristallapparatur gefunden. Es ist das Objekt meiner Forschung. Du weißt aber hoffentlich schon, dass das Ding gefährlich ist. Ein Wahnsinn. Wenn es stimmt, was du sagst, dann ist dieses Portal noch nicht aktiv. Ich muss das sofort prüfen. Wenn du recht hast, wäre das ein großer Durchbruch für uns alle. Jetzt ist nicht die Zeit für deine Forschung. Wir müssen es aufhalten. Geh du vor in die Höhle bis zum Kristallportal. Ich werde dir später folgen. Warte, wo willst du hin? Ich muss erst eine meiner Schriften konsultieren. Wir sehen uns später. Das inaktive Kristallportal. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Das inaktive Kristallportal.
Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Der Soundtrack und die Szene, wie an dieses Kristallportal rangezoomt wurde, war abgöttlich, finde ich. Es war richtig genial gemacht. Okay, ist tatsächlich noch alles ruhig. Okay. Und wann wollte Zacharias mir davon erzählen? Vermutlich gar nicht. Spinnen haben wir hier. Aua. Komm schon. Unglaublich, ist hier oben einfach mein Kristallportal. Ich habe mich schon gewundert, dass hier auf Taranis keins zu finden war. Dabei war es direkt vor, bzw. über unserer Nase. Sogar im Lager der Magier. Es ist unglaublich. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht doch ein Verräter ist, denn wir haben Seelenpunkte dafür bekommen, ihn zu verdächtigen. Wir haben mittlerweile barmherzig 93 Seelenpunkte. Das ist der helle Wahnsinn. Alter, hat ihr geforscht, während die Eisengolems rumlaufen, ist schon klar. Oh Mann. Komm schon. Ja, die Golems sind immer noch schwer einzuschätzen. Macht auf jeden Fall immer noch eine Menge Spaß, gegen die zu kämpfen. Auch wenn uns durch die Magie ein riesiger Vorteil verschafft wird. Wer steht denn da? Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Hallo, Zacharias? So, du bist also schon hier. Natürlich, ich bin ja auch geflogen. Ah, das ist ja ein toller Trick. Vor allem kommt man so unbehelligt an den ganzen Viechern vorbei. Wieso erzählst du mir nichts davon? Oh, ich hatte wohl versäumt, dich vor den Gefahren dieser Höhle zu warnen. Wir hatten sie schon einmal von den ganzen Monstern gesäubert. Sie kommen jedoch immer wieder. Schon gut. Ich bin ja jetzt hier. Ich habe einige sehr interessante Dinge erfahren über dieses Kristallportal. Es ist völlig unversehrt. Ach was. Der Energiestrom des Reaktors kann hierher umgeleitet werden, um es zu aktivieren. Es ist sehr seltsam, was hier gerade vor sich geht. Zacharias ist nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Es kommt mir gerade so vor, als wäre er wirklich ein Schattenwesen oder beziehungsweise es würde er von den Schattenwesen befallen sein. Warum sollten wir das wollen? Das Ding schlägt eine Brücke ins Reich der Schatten. Schon vergessen? Du willst deinen Geist zurück. Und da steht das Werkzeug, um ins Reich der Geister zu gelangen. Denk doch noch einmal darüber nach. Aus einem bestimmten Grund konnte dieses Portal hier errichtet, jedoch nie geöffnet werden. Du redest von der Insel und ihren Kristallen. Die magische Energie hier an diesem Ort machte es den Schatten unmöglich, das Portal aus dem Schattenreich heraus zu öffnen. Ja, und darum haben sie jetzt auch sicher das Interesse daran verloren. Darum habt ihr hier auch keine Schergen der Unterwelt getroffen und versucht nun über den das ist gut. Und versuchen nun über den Seeweg Taranis zu erobern. Ja, es passt alles zusammen. Das ist die Gelegenheit, um einen Blick auf die andere Seite zu wagen, ohne ihnen in die Arme zu laufen. Was meinst du? In Ordnung. Starte das Ding, bevor ich es mir anders überlege. Gut, dann trete beiseite. Ich muss mich konzentrieren. Betritt das Schattenreich. Cool. Sehr, sehr, sehr cool gemacht. Auf jeden Fall. Das wäre geschafft. Nun geh und erfülle dein Schicksal, mein Sohn. Was? Jetzt da rein? Kristallportal. Portal betreten. Was mache ich hier eigentlich? Was soll's? Wird schon schief gehen. Ich verstehe das immer noch nicht ganz. Ich dachte eigentlich, wir machen das jetzt mit
mit Eldrick und Kalador und der Sprung über die Lava und jetzt haben wir hier einen Kristall. Was ist hier los? Das ist nicht die Welt, die ich kenne. Und auch doch. Oh Mann, Seelenstopp ohne Ende. Und da vorne steht ein Einheimischer, beziehungsweise ein Ureinwohner, der uns hier begrüßen möchte. Hallo Tau. Was? Was geschieht mit mir? Du hast die Schwelle der Sterblichkeit überschritten. Du bist nun ein Grenzgänger. Aber was bedeutet das? Dein Geist steht hier vor mir, doch dein Körper weilt noch an einem anderen Ort. Du bist tot und doch auch lebendig. Ein Werkzeug der Schatten und auch nicht. Dein Schicksal ist noch nicht geschrieben. Noch kannst du es lenken, doch nur noch für kurze Zeit. Nutze sie, bevor es für dich zu spät ist. Wer bist du? Ich bin Tau, Hüter der Insel der Toten. Ich bin wie du, ein Reisender zwischen den Elementen. Ich stehe zwischen dem Tod und den Lebenden. Den kennen wir auch schon aus Risen 2, Leute. Du kommst von der Insel der Toten? Einst war sie der Hafen vieler verlorener Seelen. Heute ist sie nur noch leeres und totes Land. Die Schergen des Schattenreiches haben alles vernichtet. Die Geister irren nun rastlos im Schattenreich umher, auf der Suche nach Erlösung. Wie kommst du hierher? Ich bin auf einer langen Reise durch die Elemente. Sie sind ins Ungleichgewicht geraten in den letzten Zyklen. So habe ich nach dir gesucht. Nach mir? Ja. Du bist derjenige, der die Veränderung bringen wird, Grenzgänger. Trotz allem, was mit dir passiert ist, bist du stark und dein Wille ist immer noch ungebrochen. Durch deine Hand kann das Gleichgewicht der Elemente wiederhergestellt werden. Das hört sich sehr interessant an. Ich fühle mich gerade wieder ein bisschen wie ein Amalur. Weil wie das... Ihr wisst, was ich meine. Wir können hier quasi das Schicksal beeinflussen, sozusagen. Wie kann man die Schatten aufhalten? Dein Feind ist nicht unverwundbar. Doch er ist gefährlich und verfolgt seinen Plan mit Geduld und Hinterlist. Ich kann nicht sehen, wer den Kampf um Leben und Tod gewinnen wird. Dass dein Schicksal eng mit dem Geschick der Menschen verbunden ist. Du musst deinen Weg gehen, Grenzgänger. Er ist noch lang. Doch am Ende wirst du die Entscheidung herbeiführen. Questerfolg der Grenzgänger. Also können wir den Krieg gegen die Schatten gewinnen. Zerstöre die Kristallportale der Schatten. Sie sind der Quell und Werkzeug ihrer Macht. Nur so wirst du die Armee der Finsternis aufhalten können. Das lag irgendwie auf der Hand. Das Kristallportal auf Kalador und auf Kila. Wo ist mein Geist? Du selbst bist der Geist, den du suchst. Nur im Traum hast du und dein Körper einen kurzen Moment der Vereinigung. Ja, so etwas habe ich schon befürchtet. Der Weg, den ihr gemeinsam eingeschlagen habt, wird euch an einen großen Scheideweg führen. Ihr könnt euch und die Welt vor den Schatten retten. Doch höre, ihr dürft niemals gänzlich eure Menschlichkeit verlieren. Sonst bist du für immer verloren und dein Körper wird am Ende selbst zu einem Schatten. Warum kann ich nicht einfach durch das Kristallportal gehen? Das kannst du tun. Doch das Portal ist ein Werkzeug der Schatten. Du würdest dabei großen Schaden nehmen und dein Körper würde sterben. Du musst einen sicheren Weg finden, dich mit deinem Körper zu vereinen. Ja, aber wie, möchte ich gerne wissen. Ich will hier schnell wieder weg. Ich kann die Verbindung zu deinem Körper wieder trennen. Aber warte. Ich höre einen Schattenlord. Ja. Er hat uns entdeckt. Schnell, du musst... Was ist jetzt los? Ach, mein Schädel. Nein, ich will wieder rein da. Nein, Mann. Der heiligen Flamme sei Dank. Du bist wieder da. Du warst einige Stunden fort. Stunden? Es kommt mir vor, als wären es nur Minuten gewesen.
Was hast du gesehen? Ja, ich weiß, wo mein Geist ist. Wir müssen hier weg. Das Portal muss sofort geschlossen werden. Ja, ich würde das Portal auf jeden Fall schließen. Das Portal muss sofort geschlossen werden. Das kann ich nicht mehr. Es ist jetzt aktiviert. Du warst also wirklich im Reich der Schatten? Ja, aber ich glaube, die Schatten haben mich gesehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis... Ach du Schande. Überraschung, meine Freunde, Überraschung. Schattenlord der Jagd. Boah, wir sterben gleich. Ach du Schande. Danke, Bones. Oh yeah. Schattenlord der Jagd. Schattenzepter. Schattenwaffe. 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 Uiuiui, da haben wir viel bekommen. Städel, rohes, schwarzes Herz und so weiter. Hallo Zacharias. Jetzt sind deine Forschungen an dem Ding hier wohl beendet. Ja, ich fürchte, wir müssen uns nun um die Bedrohung durch das Schattenreich kümmern. Ich hätte nicht geahnt, dass die Schatten mit solchen Mitteln agieren. Das muss ich unbedingt in meinen Unterlagen vermerken. Mach das, aber ich brauche die Hilfe, denn es geht sich ja erst um das Geisterritual, was wir mit Elric, dem... mit Elric, dem dem Druiden planen. Meine Güte. Ich brauche deine Hilfe bei einem Geisterritual. So, und was genau soll ich dabei tun? Ich brauche einen starken Magier wie dich, um meinen Geist zurückzurufen und ihn wieder an meinen Körper binden zu können. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Meine Forschung hat absoluten Vorrang. Ich kann unmöglich diesen Ort verlassen, um einem ominösen Ritual beizuwohnen, bevor ich meine Arbeit hier vollendet habe. Deine Arbeit hier ist erledigt. Ich brauche dich beim Geisterritual. Du meinst es wirklich ernst damit, ja? Woher hast du dieses Wissen um deinen Geist und das Ritual eigentlich? Aus den alten Schriften in Kalador. Eldrick half mir dabei. Kalador, sagst du? Eldrick, der Druide, ja? Ich kenne Eldrick gut. Er würde dich nicht zu mir schicken, wenn er sich nicht sicher wäre. In Ordnung. Ich werde dir helfen. Sag mir, wo das Ritual stattfinden soll, und ich werde da sein. Tja, wo der richtige Ort dafür ist, weiß ich noch nicht. Das macht nichts, mein Junge. Du wirst ihn schon noch finden. Verlass dich auf mich. Sobald du dein Ritual abhalten willst, werde ich da sein. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Später. Oh Mann. Können wir das Portal schließen? Ja, können wir. Machen wir auch direkt. Weg damit. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Das Kristallportal auf Taranis erledigt. So, wir können jetzt noch einen Abstecher machen, zurück zu den ganzen Magiern und mal schauen, welche Aufgaben wir abgeben können. Wir haben ja ein paar erledigt, beispielsweise die Wasserproben. Wir wollen die Pilze zu unserem guten Negal bringen, der ja unten immer so mies gelaunt ist. Und meine Güte, ist das heftig. Ich bin gerade echt ein bisschen begeistert. War hier ein Kristallportal versteckt? Und okay, der Anführer der Magier ist nicht böse, wie ich es vermutet hatte. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Aber okay, ein weiterer Schattenlord ist tot, ein weiteres Portal zerstört. Wir haben mittlerweile, glaube ich, unendlich viele Ruhmpunkte, oder? Wir haben wieder 46.000. Das ist unglaublich, wie schnell wir die zusammenbekommen. Die wir jetzt wahrscheinlich auch alle in Magie investieren werden. Zumindest ist das der aktuelle Stand der Dinge. Es wäre schön, wenn es Tag wäre, aber ich gehe mal davon aus, dass immer noch Abend sein wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, das war der Vorratsraum, Scheibenkleister. So,
Da würde ich aber sagen, machen wir hier jetzt doch den Schnitt, bevor nachher der Handwerker kommt. Daher, wie gesagt, es ist eine kleine notgedrungene 20-Minuten-Aufnahme. Dafür geht das nächste Video, was morgen erscheinen wird, wieder wie gewohnt 25 Minuten. Ich freue mich drauf, wir werden dann etwas mit dem Magiern plaudern und versuchen weiter mit dem Geisterritual voranzukommen. Wir müssen auch noch Patty abholen und so weiter und so weiter. All das gibt's morgen hier bei Risen 3 Titan Lords. Bis dann, Leute!